Ein Thema, warum ich mich im Zentralverstand engagiere, ich hatte meinen Einsatzhund schon ein bisschen älter. Das heisst, ich musste sozusagen pensionieren. Und pensionierte Hunde, die leben dann gleich ja noch ein paar Jahre halt als Senioren. Und dann habe ich gedacht, ich habe noch keinen Folgehund, ich könnte mich hier im Zentralvorstand engagieren. Und damals ist es der finanziellen Situation nicht sehr gut gegangen. Mein Ziel war, die Finanzen in die Ordnung zu bringen, innerhalb von ein paar Jahren. Und da habe ich als erste Massnahme zusammen mit einer Arbeitsgruppe ein Kleiderkonzept entworfen, ein Kommunikationskonzept. Weil der einheitliche Auftritt ist ganz wichtig, wenn man nach aussen die Arbeit trägt. Das ist der erste Schritt in die Professionalität, für euch richtig wahrgenommen zu werden. Die Leistung ist eins, aber auch der Auftritt ist natürlich sehr wichtig gewesen. Und so hat das eigentlich angefangen, dass man euch nachher hat können, Öffentlichkeitsarbeit professionell anfangen machen. 2011 bin ich nachher Zentralpräsidentin geworden. Es war ein Jahr, in dem wir zugleich geplant hatten, das 40-Jahr-Jubiläum zu feiern. Eben gerade mit dem Zusammenhang, dass man Öffentlichkeitsarbeit gezielt anfangen machen. Und 2011 war aber auch das grosse Erdbeben in Japan von Fukushima. Und am Vortag meiner Wahl sind die Teams von der Rettungskette mit Redoc, der Hundeführer, von Japan zurück. Es ist nur eine kleine Staffel gegangen, sind eigentlich Logistiker. Zusammen mit den Hundeteams sind nach Japan entsandt worden. Japan hat das explizit so gefragt, weil die haben die Leistung erkannt. Redoc ist schon in einer Anfangszeit schon nach Japan gegangen in Einsatz und hat auch gute Beziehungen gepflegt, was nachher zum Teil ein bisschen brach gelegen. Aber das Erdbeben war sehr eine prägende Sache für die nachfolgenden Jahre, die sind gekommen. Damals hat Toni Frisch die Teams als Vertreter der Rettungskette in Empfang genommen, sich bedankt im Rahmen der Eidgenossenschaft. Und in Erfolg davon haben wir euch von der Swiss Re nach einem Auftrag bekommen, in Japan Hundeteams auszubilden. Und durch die Publizität, die wir hatten, haben wir euch grosse Spenden bekommen. Und plötzlich war vieles möglich. Durch das Geld konnten wir Ausrüstungen kaufen, konnten wir uns auch hier wirklich aufrüsten. Und es ist ein richtiger Ruck durch Redoc gegangen. Wir haben wieder Geld, wir haben Luft, wir konnten uns entwickeln. Und das war sehr, sehr ein toller Start für mich natürlich. Und auch eine Portion Glück für als Zentralpräsidentin wirklich in die nächsten Entwicklungsschritte zusammen mit meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen zu machen. Eines der wichtigen Meilensteine oder eines der vielen Meilensteine in diesen 10 Jahren, eigentlich von 40 bis 50 Jahren Bestehen von der Organisation, die wir erreicht haben, ist sicher die Einsetzung von einer professionellen Geschäftsstelle. Ein Office, das wir haben, dank einer Finanzierung euch aufbauen. Zuerst war es nur ein Sekretariat, später ist nachher eine Geschäftsführerin dazu gekommen, die Geschäftsführerin das Zentralpräsidium, das ich euch hatte, und auch meine Vorgänger haben betrieben, sehr stark entlastet hat. Mit so etwas gibt es natürlich noch sehr viel mehr Schwung, sehr viel mehr Möglichkeiten. Und es ist sicher auch ein weiteres Thema, das sich sehr stark entwickelt hat, ist der ganze Ausbau, die Entwicklung der Vermisstensuche, die Professionalisierung, neue Strukturen. Man muss sich anpassen an bestehende Strukturen, was es schon gibt in einem ähnlichen Thema. Das ist klar. Und da haben wir auch dank Finanzierung von Kleider, Ausrüstung, Material, Ausbildung wirklich sehr vieles entwickeln können. Ein weiteres Thema, gerade in diesem Zusammenhang, ist nachher auch der Aufbau von einer eigenen Alarmzentrale. Also wir jetzt gelingt, dass ein Rundum-Tür-Service wir können anbieten mit einer eigenen Alarmzentrale, wo Angehörige wie aber auch Einsatzorganisationen jederzeit darauf anleiten können, können die Situation schindern. Wir machen die Triage, ist es vermisste Suche oder ist es verschüttete Suche. Und dann kommen eigentlich innerhalb von kurzer Zeit Hilfe von unserer Seite. Das war ein grosser Schritt und hat uns sehr viel gebraucht. Ein weiteres Thema sind die Verträge, die wir mit den Containern abschließen können, also Vereinbarungsverträge, wo wir zusammen seit das Training, aber auch den Einsatz organisieren und besprechen, und es ist nachher auch für die Vertragskantine kostenlos, wenn wir in den Einsatz kommen. Zum Thema kostenlos, wir haben dank Gönner, der Patenschaften, die wir euch aufbauen für die Hundeteams,
Kunde-Eugarde kommen. Und da können wir wirklich ein schönes Thema anbieten, nämlich kostenlose Einsätze für Angehörige von Vermissten. Und das ist sehr wichtig, weil die Frage ist oft gestellt worden, was kostet das, wir würden ja, aber wir haben kein Geld. Es sind zum Teil Familien, die vielleicht nicht gut gestellt sind, wo der Vater vermissend oder ein Angehöriges. Und so ist es doch möglich, jederzeit die Dienstleistung von Redog in Anspruch zu nehmen. Und es kostet die Familien nichts. Und das ist grossartig, finde ich, wenn man das anbieten kann. Wir haben euch während diesen ganzen 10 Jahren die gute Zusammenarbeit mit der Armee. Wir haben die vertraglich gefestigt, ja, mit dem Bevölkerungsschutz. Wir können das ausbauen und das auf gesunde Beine stellen. Und das ist eigentlich auch eine Win-Win-Situation. Es kommen junge Hundevierer über die Armee euch zur Rettung. Es ist ein grosser Teil euch ein Nachwuchsthema. Und es ist aber auch das Thema, dass zivile Partner, also das Private-Public-Partnership, das wir dort erleben, macht Sinn, weil das Angebot, das Redog bietet, wäre, wenn man es alles zahlen müsste, nicht finanzierbar. Also sehr viele Ausländer, staatliche Organisationen, die ähnlich funktionieren, sind das abschaffen und im Notfall haben sie nachher das nicht. Das heisst, die Suche nach Verschütteten und Trümmern. Und darum ist es wichtig, dass das eigentlich in freiwilligen Arbeit angesiedelt ist und dass Redog den Part übernimmt.